Fuß da irgendwie plündern. Ist irgendwie in unser Windrad reingekommen. Kommt nicht wieder raus. Ja, wir müssen warten, bis er irgendwie rauskrabbelt. Hast nix, du hast noch was. Ah, du hast so einen guten Rucksack. Ich sollte Talana allgemein nutzen für dieses, für diese Aufmob-Aktion am Ende. Weil der Rucksack halt wesentlich angenehmer ist für sowas. Ja, 51 Erz. Ich sag ja, das werden wir nicht ewig brauchen. So, seid ihr zu Hause? Seid ihr... Hä? Achso, nee. Miau und Co. waren das. Miau, Terrik und Fade. Aber irgendwie sind die da hinten wesentlich langsamer. Rein. Und ganz schon mal den Barkeeper leer machen. Der Sklavenhalter ist gerade eine symbiotische Beziehung mit dem Windrad eingegangen. Mhm. So. Kauf ist okay. Alles an Essen einfach aufkaufen. So, was ist der Rest? Da ist der Rest. Wieder auf 8000 runter. Wir werden so viele Weizenfelder brauchen. Ja, wieder 18.000, nichts gesagt. Terrik und Fade. Okay, wir gehen gleich weiter. Von hier aus bitte, auch wenn es gefährlich ist, zur Augenhöhle. Das ist ein Slaver Camp. Oh, warte, wir haben gerade Slaver verprügelt, ne? Geh mal vor die Tore von Augenhöhle und guck erstmal, ob die grumpig sind. Wie fruchtbar ist der Boden, auf dem du anbaust? Nicht sehr. Ich habe, als ich das Camp aufgebaut bin, einfach nur auf die Beschreibung vom Weizen geachtet und da stand, dass es geeignet ist für ausgetrocknete Gegenden. Und dann dachte ich, dass ich nicht so sehr auf die Fruchtbarkeit achten muss, aber dem ist dennoch so. Wir haben irgendwie nur 20-30%. Deswegen sind Kakteen da sinnvoller. Und ich werde dann wahrscheinlich auch, wie ich glaube, Radix letzten Stream schon vorgeschlagen hatte, oder Sanbo, weiß ich gar nicht, auf dieses komische Brot-Dingens da, also Brot plus Kakteen-Mischmasch zurückgreifen. Aber selbst dafür brauchen wir noch wesentlich mehr Weizenfelder. Genau, alles schön ausruhen. Komischer Typ. Ihr arbeitet trotzdem noch hier hinten dran. Ich meine, Schaden tut es nicht und so, ne? Aber na gut, lassen wir es stehen. Eigentlich wollte ich das abreißen. Ein Umzug der Kolonie ist ausgeschlossen. Also ich würde ganz gerne eigentlich irgendwann dahin. Aber dann müssen wir stark genug sein, um die Heilige Nation abwehren zu können. Und ich denke, das ist unrealistisch. Also weil da ist halt super duper ideal in jeder Hinsicht. Fruchtbarkeit, Wasser, Stein, beide Metallarten, glaube ich. Und wir haben überall diese Horden an Sumpfraptoren, die man ganz leicht töten kann, die ganz viel Kammelfleisch dabei haben, zum Beispiel für die Haustiere.
Also Gammelfleisch und reguläres Fleisch, oder? Schon mal Richtung Sumpf geschaut. jedes Mal, wenn ich auch nur ansatzweise in Richtung Sumpf gegangen bin, hat der Chat angefangen zu schreien. Also nein. Es waren schon wieder neue, ne? Ja, wir haben es gerade echt mit allen Sklavenhändlern vergeigt. So schlimm ist es doch gar nicht. Da sind Schnabeldinger. Alles, wo Schnabeldinger sind, ist für mich erstmal tabu. Wir können gerne Schnabeldinger später jagen. Zwei, drei schaffen wir jetzt schon. Aber nicht da unbedingt wohnen. Das macht dich härter. Okay, eventuell bringst du dich auch um. Ja, also bei denen ist es halt extrem. Weil da ist Sterben eine wirkliche Möglichkeit. Sonst hier draußen in der Wüste oder so kann man ganz selten mal einen Arm verlieren bei einem Killerroboter. Ganz, ganz selten auch mal einen Körperteil wegen hungrigen Hunden. Und man könnte versklavt werden. Aber aus Sklaverei kann man auch wieder rauskommen. Bei den Schnabeldinger allerdings, die haben immer Hunger. Die fressen einen immer auf, wenn man K.O. auf dem Boden liegt und stirbt dann. Und deren Angriffe sind so stark, dass nach zwei Päckern schon Körperteile wegfetzen können. Das ist nicht so praktisch. So genau, ihr drei wartet mal hier vorne. Die sind auch noch schnell wie Sau, richtig, das auch noch. Und das haben wir gerade. Hier an diesem Fluss des Todes gemerkt und auch gerade hier hinten, da können auch mal ruhig gerne 10, 12 Stück von auf einmal kommen. Und das ist einfach nur krank. So, mögt ihr uns noch? Scheinbar. Hi. Ja, ist alles gut. Ich dachte, vielleicht haben wir es mit denen uns das verscherzt durch die ganzen Angriffe da. Aber das ist wohl was anderes. Eine andere Fraktion von Slavern. Warte, wer bist du? Du bist eine Barfliege. Mit der hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Wollt ihr irgendwie 6000 haben oder so? Nee, hier haben wir die eine Arme sie geholt. Ja, hier ist keiner mehr. Ansehen bei Sklavenhändler hat sich um minus 5 verschlechtert. Schön, wenn solche Nachrichten aufploppen, während man gerade bei einem Sklavenhändler ist. Okay, mit denen aber Handel treiben. Wer ist noch hier? Tirik, Miau und Fate. Die haben alle nichts mehr zu verkaufen. Nee, dann einfach nur kaufen. Das Brot und Fleisch. Chicken sagt, Gerogon, möchtest du einen Tipp, wo man sehr viel Fleisch herbekommt und es für dich vielleicht schon machbar ist? Oder ist das zu sehr gespoilert? Ich weiß, wo wir recht viel Fleisch herbekommen. Aber da möchte ich nicht jedes Mal wieder hinreisen. Also, hier. Da waren wir jagen.
Aber da hinzukommen ist halt nicht so super angenehm. Und hier könnten wir theoretisch auch einzelne Schnabeltiere oder kleinere Gruppen von Schnabeltieren jagen. Die haben ja auch jeweils recht viel Fleisch dabei. Aber nee, sonst nicht unbedingt verraten. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, hier ist leider keine extra Bar oder so. Aber gut zu wissen, dass wir hier auch noch rein können. Das heißt, unser nächster Halt ist jetzt die Sklavenfarm da oben. Und danach geht's wieder nach Hause. Und in der ganzen Zeit, wo wir hier rumdümpeln und eigentlich nur den Status quo erhalten, was Essen angeht, werden aber weiter Rüstung hergestellt, werden weiter Waffen hergestellt und ein Stockpile aufgebaut an Metallplatten und geforscht, dass wir auch da angehend vorankommen. Das ist also keine verschwendete Zeit, auch wenn das mit dem Geld hoch und runter ein bisschen unschön ist, aber das passt alles. So, geh du mal nach oben. Und hier bleibe ich jetzt auch dabei. Bei denen hier. Können auch ruhig mal zusammenlaufen. Weil ab hier halt auf der rechten Seite auch schon mal ein, zwei Schnabeltiere auftauchen könnten. Also hier, ne? Aber schneller können sie das ruhig machen. Und ein Käffchen. Den Baum hier abbauen. Okay. Gott. Moment. Gott wäre Englisch, aber wir haben auf Deutsch gestellt. Was soll das wirklich gut heißen? Wie hoch hast du den Tier Gegnerspawn eingestellt? Ich habe nichts angefasst. Also kann man das nachträglich noch irgendwo sehen? Gameplay. Ah, Gruppengrößenmultiplikator. Ändert nicht die Größe. Werte über 1 bedeuten mehr Charaktere. Wirkt sich nachteilig auf die Leistung aus. So, was meinst du? Ja, wenn man das natürlich hochschrauben würde und dann zu irgendwelchen leichten Gegnern geht, die Fleisch droppen, das wäre dann auch sehr einfache Quelle für Fleisch. Aber es wirkt halt auch ein bisschen. Nee. Ich spiele einfach ganz normal auf die Standardeinstellung, so wie es jetzt ist. Wann kommt eigentlich die nächste Raid? Nächste Raid? In 6 Stunden. Danke für den subtilen Hinweis. Wie gebe ich jetzt denn zu Hause so? Ashton ist immer noch am Rausschmeißen. Jakob kann aufhören zu schlafen. Dass sie, wenn sie fertig sind mit Schlafen, nicht selbstständig aufstehen und nicht immer selbstständig aufstehen, ist auch ein bisschen irritierend. Er kann auch. Fate da. Hast du mittlerweile mal Schusswaffen links vom Tor auf der Mauer zu bauen versucht? In diesem Stream noch nicht. Im letzten war es irgendwie buggy. Da konnte ich nichts positionieren. Da gab es immer eine Fehlermeldung. Oh, was ist da unten? Ruckel, ruckel, ruckel. Bauern mit 2 Hunden. Wären eigentlich schöne Ziele. Eventuell auch machbar, aber nicht so kurz vom Raid. Vor allem, weil sie halt Hunde dabei haben. Hunde bedeuten Fleisch und Leder. Wo ist der Eingang in dem Ding? Da. Nee, das war rechts am Gebäude. Das war überall, wenn ich mich richtig erinnere. Verteidigung, befestigte Armbrust. Oh. Ne, jetzt geht's auch überall.
Ja, nett. Dann bau mal. Dann brauchen wir da Eisenplatten. Natürlich, alles braucht Eisenplatten, verdammt nochmal. Wie viele Eisenplatten haben wir denn jetzt? Ein paar. Hier wären auch noch welche zum Einlagern. Mach mal das Einlagern von Eisenplatten deine Hauptpriorität. Gut. Und hatten wir nicht jemanden, der explizit für die Dinge da sind? Geschütztürme. Ne, kein von euch. Ich glaube, Shrike. Nein. Steyrfast, der zweite. Der ist echt gut. Und hat eh noch keine super Ausrüstung. Ja, du kannst auch mal zu Hause bleiben. Steyrfast, der zweite. Zu Hause. Und dein Hauptjob ist es dann später, da dran zu stehen. Und da gehst du nur weg, wenn du Essen haben möchtest. Sieht super produktiv aus, was ihr da macht. Rein. Die greift uns nicht an. Okay. Wie heißt eigentlich Crumble John in der deutschen Version? Ich weiß nicht, wer Crumble John ist. Das Maskottchen, der mit dem Buckel? Der war leider zu kurz in der Truppe. Ist so drei Streams her, glaube ich. Du bist gar keine Taverne, Nee. Da ist Essen. Uiuiuiui, das sieht gut aus. Oh, sieht, oh, zu Hause wird angegriffen, irgendwas irgendwie. Okay, das ist erstmal genug Essen. Allesamt bitte nach Hause laufen und zu Hause gucken, was los ist. Da läuft jemand Nacktes auf Steyrfast zu. 82er Treffer. Der Armbrust ist super. Ah, auch sehr netter Nebeneffekt. Die Armbrust ist hier direkt hier am Tor. Ashlyn und ich glaube auch Yallen schmeißt durchgehend Leute raus vor die Tür. Wenn die dann aufstehen, schießt er drauf und macht so Skillgame. Noch irgendwas Tolles hier im Haufen? Fate und Tirik werden angegriffen. Von was? Oh. Von verhungernden Landstreichern. Da kommen die, packen die. Alle angreifen. Crunch, crunch. So. Dann weiter nach Hause. Haben wir bald Raid, ne? Tunk. Genau, da ballert schon wieder jemand. Hi. Du hast da was im Bein stecken und in der Hüfte und im Arm.
Spiel ist so brutal. Okay, auf solche Distanzen trifft es der ja fast nicht mehr wirklich gut, ne? Aber die Sorgen, die ich mir gemacht habe mit dem ja, Durchglitschen quasi, oder dass man nicht schießen kann, weil vor dem Tor jemand steht, das haben die sehr rudimentär gehandhabt. Also das Ding kann auch nach hinten schießen und nach unten und nach überall hin. Sieht uns ein bisschen komisch. Genau das da. Das dreht sich einfach in die Richtung, in die geschossen werden muss. Also ja, gerne bitte mehr davon. Idealerweise auf der Seite, da bräuchten wir erst eine Rampe. Und ich glaube, wir haben hier nirgendwo einen richtig guten Zugang für eine Rampe. Mauern, Rampe. Da hinten, ja. Ich denke, ich reiß das Ding ab. Zerlegen. Ja. Und dann bauen wir das hier einmal neu. Bei der Basisverteidigung ist eine Killbox wie in RimWorld sehr hilfreich. Das habe ich in meinem privaten Spiel auch gemacht. Also dass bei dem Tor jeweils noch eine Mauer hier ist, die dann so rumgeht und hier und die dann nach unten geht. Und dann kann man hier auf den Mauernstücken, die gegenüberliegend sind, überall die Armbrüste hinbauen und wenn ein Gegner vom Tor stehen, dann kann von beiden Seiten direkt vor das Tor geschossen werden. Vorsicht mit den Hightech-Geschützen später, die können mit einem Schuss manchmal töten und die treffen manchmal auch eigene Leute. Okay, das klingt praktisch. Aber braucht man das überhaupt? Also werden die Raids wirklich so stark später? Ich dachte, das soll alles nicht so skalieren. Hast du auch Türme gebaut, zwecks Höhe? Ich habe noch gar keine Gebäude, die als Turm gelten würden. Forschen wir gerade dran, unter anderem. Tschump. Mauer, eine Rampe. So. Wenigstens die braucht keine Eisenplatten. So, und gleich noch so ein. Noch so eine Armbrust dahin. Auch wenn wir noch niemanden haben, der dafür dediziert ist. Aber wir können ja mal gucken. Nee, nicht hier. Geschütztürme. Ich glaube, wir hatten noch einen mit einem sehr hohen Geschützturmwert. Nee, nicht von den Standardleuten. Okay, das heißt, wir sollten uns in Tavernen umgucken nach einfach noch irgendwelchen Leuten, die dann einfach primär an den Türmen sitzen. Und hier einstellen, KI, dass wir erst schießen und dann fragen. Also auf Tiere, Banditen und ähnliches. Das heißt, auf denen sollte eigentlich gleich geschossen werden. Ja. Auch wenn nicht getroffen wird. Chock. Hallo Lars. Lars ist inzwischen. Oh, ich dachte, er wäre einarmig. Jagdtrupp wird von einem Schweber nicht angreifen. Oh, Schweber und Graspirat. Wo lauft die gerade? Lang. Warnung. Bandit Demands bewegen sich auf Kulle zu. Ja, geh mal weg da. Keine Ahnung, was da hinten jetzt los ist. Das ist Wolfsrudel. Das wäre super für Fleisch, aber nein. Wir haben gleich einen Raid. Der Dreier-Trupp hier ist nicht besonders stark. Geht bitte unten rum um dieses abgestürzte Ding da, das ist unheimlich. Den Steinhaufen nicht vergessen. Jo. Also gehe erstmal nach da unten und dann melden wir uns gleich wieder. Zu Hause. Ist mit Stayerfast los? Also Stayerfast schießt durchgehend, deswegen ist er rot. Also er schießt immer auf die Wiederaufstehenden. Was ein bisschen fies ist, zugegeben. Aber notwendig. Hm.
Bergbau, Steinmine. Na, da ist schon am besten. 100%. Das sieht aber doof aus, direkt. Na okay, so geht's. Da geht's. Achso, dann setze ich jetzt einfach einen von euch ein als Geschützturm-Menschen, Ameise, wie auch immer. Da, der hat jetzt echt keinen guten Skill, aber das kommt hoffentlich mit der Zeit. Oh. Wer kommt denn da? Nur wieder aufstehe. Und deswegen sollten wir eigentlich zu Hause Trupp später auf passiv stellen, dass sie halt nicht bei jedem kleinen Scheißdreck nach vorne laufen und ihre Arbeit unterbrechen, sondern das denen hier überlassen. Hanbu, was machst du da? Setz den ab. Und lass ihn in Ruhe. Okay. Batterien sind fertig. Oh, schick. Haben wir... Wir haben 13 Eisenplatten. Cartoon Nummer 1. Ah, das ist gut. Trotzdem... den Trupp jetzt weiter fernsteuern. Jetzt dürft ihr nach Westen abbiegen. Ich bin halt über Eck gelaufen, damit sie halt nicht schräg durchlaufen. Das wäre ein bisschen, unpraktisch. So, also also der Steinhaufen ist wieder aufgebaut. Wir können wieder... Oh, Miau, sollte mal kurz bandagieren. Bleib mal stehen. Muss ja nicht sein mit dem Ausbluten, ne? So, dahin. Ihr alle habt gerade nichts zu tun. Das können wir noch schnell ändern. Wie sehen deine Forschungsschwerpunkte gerade aus? Alles. Also ich habe keinen wirklichen Schwerpunkt. Ich würde halt gerne nach und nach die Eisenplattenproduktion und die Baumaterialproduktion beschleunigen. Ich denke, wir müssten bald auch neue Waffen... neue Waffentiers freischalten, weil unser Waffenschmied immer besser wird. Bei den Rüstungen muss man das ja nicht, da wird sie automatisch gemacht. Und wir bringen jetzt gerade echt noch ein extra Raid nach Hause. Nee, nee, komm, zu den Wachen da hinten. Wer von euch ist langsamer? 25, 20, 15. Ja, gib Tirik mal deinen Rucksack. Ja, besser. Genau, also die Waffen besser, Baumaterial und Metallplatten besser und nach Stromgewinnung und Nahrungsversorgung. Also wie gesagt, alles. Rein, komplett reinlaufen bis in die Bar, damit die Wachen auch was machen. Oh, die sind auch schon abgehauen. Okay, dann könnt ihr weiterlaufen. Dann könnt ihr weiter Richtung Kullet. Und dann schon mal Augen offen halten nach dem Raid. Der ja eigentlich gleich irgendwie so kommen sollte, ne? Ist der Typ noch da drin? Nein, wird irgendwie rausgeholt. Hey, Stay of Us ist original, das war Hi. Bücher haben wir auch noch genug. Zeig mal den Tech Tree gerade her. Batteriestrom, nein. Leichte Windgeneratoren, das waren die, die nicht so abhängig sind, ne? Oh, stimmt, ich wollte Batterien bauen.
Das kommt gleich auch noch. Verbessertes Waffenschmieden braucht uralte wissenschaftliche Abhandlungen. Okay, das habe ich noch nicht. Plattenrüstung, ich werde keine Plattenrüstung tragen, vermutlich. Eventuell irgendwann im High-End-Bereich, wenn man sowas braucht, um nicht gewonnen zu werden. Das weiß ich nicht. Armbrustgeschützturmsehnen. Was? Kraft aller Armbrüste um 10%, das klingt gut. Steinmine 2, die könnte man aufstufen, aber braucht man nicht wirklich. Was? Achso, Pause. Also wir haben genug Stein. Wir haben auch genug Baumaterial. Wir könnten wahrscheinlich alles andere hier auch noch ersetzen, aber jetzt so kurz vor einem Raid würde ich das ungerne anfangen, weil dann könnten sie einfach da durchlaufen in unser Lager rein. Und ich würde schon ganz gerne, dass sie ein bisschen von den beiden hier behagt werden. Das heißt, sobald alle Leute drin sind, sind schon alle Leute drin? Ja, Trupp ist zu Hause. Okay. Sobald alle drin sind, machen wir das Tor jetzt zu. Und der Raid steht hoffentlich hier vor der Tür. Oh, warte, wir machen das Tor erst auf. Damit sie denken, sie können hier rein. Und wenn wir sie dann kommen sehen, dann machen wir sie zu. Und dann können wir ein bisschen raufschießen, solange bis sie das Tor halt eingebrochen haben. Oh, das dauert noch ein bisschen, bis die kommen. Gut, dann... Wie gut ist dein Bauernskill? Es geht. Weil das Feld gefällt mir gerade richtig. Also die Ausbeute. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Auf wen haut ihr da? Auf wandelnde Katz. Genau, Eschen mit rausschmeißen. Komm mit rein. Braucht noch gut was, bis wir wieder da sind. Legt euch nochmal hin, die angeschlagen sind, so lange. Ja, Piep, du. Naja, Piep macht gerade die Felder, ne? Den machen wir mal schön weiter. Das Feld hier drüben braucht noch Wasser. Das muss dann hier noch hinzugefügt werden. Ja. Nee, sorry, Piep. Du hast keine Zeit, dich auszuholen. Naja, wenn du 500 Stunden spielst und mit der Forschung nicht mal ansatzweise durch bist, ist das kein gutes Design. Das ist ein super Design. Das ist endlich mal ein Spiel, was ein bisschen länger spielen kann. Und ich bezweifle sehr stark, dass du nach 500 Stunden durch bist. Ich bin jetzt hier in dem Spiel gerade mal bei, keine Ahnung, 40 Stunden. Und ich weiß nicht, wie viel noch mehr kommt. Aber lass mich gerne aufklären im Chat. Aber für mich ist es immer eher ein Faktor für ein Spiel, wenn es so viel High-End-Content gibt. Fate hat keinen Job? Dann hilf mal. Nicht auf den Feldern, ne? Dann geht die Ernte bei kaputt. Ja, wir haben nichts zu tun. Okay, stell dich dahin.
Du kratzt momentan an der Oberfläche, leider ist darunter nicht sehr viel Abwechslung. Ja, was meinst du mit Abwechslung? Also gibt es dann eine Steinmine 4, Steinmine 5, Steinmine 6? Das ist denn echt nicht so super praktisch. Ist halt ein Ticken effektiver dann jedes Mal. Wobei ich dann wahrscheinlich aufhören würde, das weiter zu forschen. Weil das ja reicht, was man hat. Jo, ist halt eine Sandbox. Da ist das alles schon genauso richtig. So, wo bleibt der Raid? Der Raid hockt irgendwie hier unten in dem Säuregebiet und kommt nicht raus. Wie sind sie aufgerieben worden? Das kann auch passieren, oder? Ja, Bandit Demands nach Kulle des Gescheitert. Ausfall? Fragezeichen? Oh, wir sind gerade alle zu Hause, richtig? Und einigermaßen geheilt. Müssen noch irgendjemand mit Krams beladen, den er nicht haben sollte? Oh, stimmt, das ganze Brot und so Gedöns. Das könnte alles nochmal. Oh, wir haben keinen Brotkorb. Ah, das müssen wir ändern. Lager. Brotkorb. Irgendwie hier drin. Fertig. So, jetzt können die Sachen eingeladen werden. So, Miau war das Tirik. Und Fade. Das ist irgendwie alles schon weg. Ah, genau, weil Tirik den Rucksack genommen hat. Ah, da ist das ganze Brot. Oh, und das voll. Okay. Allesamt. Aufgaben aus. Wir gehen jetzt einfach mal gucken, was. Ah ne, wir können nicht einfach gucken, was da unten passiert ist. Erstmal ist der Säureregen da. Und hier sind die Laserstrahlen. Ne? Das soll einen kleinen Elite-Trupp machen. Hier Geru, Ashlyn, Miau, Ruka, Tirik. Die fünf gehen jetzt los. Und der Rest bleibt hier und macht irgendwelche Aufgaben. So, und die laufen jetzt da runter und gucken, ob sie die Reste von dem Raid noch finden können. Also ihr lauft bitte alle zusammen. Ob sie die Reste von dem Raid finden können, dann gucken wir uns die Ruine da an, ob da irgendwelche tollen Bücher drin sind. Und sonst haben wir noch diesen einen Schrotthaus, das Schrotthaus da oben. Wobei ich nicht glaube, dass wir da so gut hinkommen. Weil wir durchgehend Schaden bekommen. Und vorher schon Schaden bekommen haben werden. Totland. Ja, da unten sind sie irgendwo gestorben. Also vermutlich ist einer der Bots denen zu nahe getreten. Und nebenbei Batterien aufbauen. Das klingt gut. Das fällt unter Strom, Batteriebank. Braucht Eisenplatten und elektrische Komponenten. Elektrische Komponenten müssten wir irgendwo haben. Können wir das auf Dächer stellen, damit es schön raufregnen kann? Ja, können wir. Wir haben nur zwei Elektrokomponenten. Sollten wir also auch demnächst, also entweder die Herstellung selber erforschen oder ein paar davon aufkaufen. Da
müssten eigentlich schon zu schreien anfangen. Ich weiß nicht, warum sie das nicht tun. Die reden jetzt doch eigentlich durchgehend, oder? Nö. Ah, okay. So, ihr seid alle Deko. Aber es gibt ja welche, die sind aktiv. Staubbandit. Die sind durchs Wasser geschwommen. Bewusstlos. Tot. Ja, gut, die werde ich jetzt nicht plündern. Das waren sehr doofe Banditen. Es brennt, es brennt. Ja, wir gucken. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Hier wäre das irgendwo. Chop, chop. Man hätte ja auch vorher irgendwelche säureresistenten Sachen sich organisieren können oder so, ne? Aber nein. Aber es ist noch okay. Also sterben werden sie dann nicht. Kämpfen können sie nicht unbedingt dann, aber ja. Deswegen halt nur 5 Leute mitnehmen. Das wird die Ruine sein. Stopp. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Malmaschine. Geru, sammel die Legierungsplatten. Ashlyn, sammel Skelettreparatursit. Miau, sammel Kupferlegierungsplatten, die sind, glaube ich, mehr wert. Hooker-Komponenten. Keiner hat sich bewegt, okay. Stromkern. Das ist kein KI-Kern, ne? Nee. Nicht aufheben. Sollst du dich nicht angesprochen fühlen, wenn ich sage, dass du es aufheben sollst? Ich werde kein Baumaterial und kein Kupfer mitnehmen. Das ist irrelevant. Erst an. Ja, komm bitte auch noch mit. So, und jetzt von hier aus möglichst einen schnellen Weg nach Kullet. Das geht anscheinend da oben rum. So, was habt ihr denn so Schönes? Also eine Malmaschine funktioniert nicht mehr. Das ist ein Flex. Okay. Die können wir verkaufen. Die Legierung können wir irgendwann selber benutzen. Ein Stromkern. Eine Art uralte Technologie, womöglich das Herz oder die Leber eines Skeletts oder so. Ja, genau. Braucht man das für irgendwas? Oder ist es einfach auch nur zum Verkaufen? Wären 3000 Cards? Das ist nur Baukram. Miau hat noch einen Motor. Und noch so einen Stromkern. Wir haben nur 3000. Ja, für so einen kleinen Trip war das doch völlig okay. Und dieses rot markiert, weil. Hi. Die Drohnen sind mega creepy. Die rot markierten haben wir schon gelootet, oder was soll das bedeuten? Weil hier auf der Insel. Ja, genau, das ist auch rot. Aber wir haben ja nicht alles mitgenommen, was da war. Also.
Also wenn man die Dinger plündert, sollte man sie auch richtig plündern, damit man nicht irgendwann später denkt, ach, ich war da ja schon, ich habe schon alles gemacht, das ist rot markiert, also ist da nichts mehr, obwohl man eigentlich was hat liegen lassen. Na gut, Aufgaben nachkommen. Schön das ganze Zeug verteilen. Ja, das komische Zeug hier halt auch. Eisenplatten da hinten. Den auch noch so Leder. Tierhaut, nein, Leder. Okay. Rot bedeutet eigentlich feindlich. Rot markierte Orte werden normal feindlich gesinnte Fraktionen. Das ist komisch. Also die beiden Orte, die wir bisher geplündert haben, also bewusst geplündert haben, ist jetzt hier diese Waffenkammerruine. Und hier ganz hinten die eine Insel. Da, wo wir die vier Ingenieursbücher bekommen haben. Was macht ihr da? Warum habt ihr alle unter der Lampe, als wenn das, als wenn ihr Motten wärt? Ihr seid komisch. Geht da weg. Geht einfach nur weg. So. Hüte und Kopfbedeckung wurden erforscht. Das heißt, wir haben jetzt neue Rezepte hier. Nein, nicht hier. Hier. Rattanhut. Und wir werden von ihm einen Kleinkram angegriffen. Okay. Rattanhut hat 11, 17, 60, hat Säureschutz 20%. Aus aktuellem Anlass wäre das ganz okay. Aber eigentlich hätte ich eher was gegen Wüstenzeugs. Oh, hi Schweber. Einmal plündern. So, Hanbu, sortierst du auch alles richtig ein? Fleisch lieferst du ab? Ja, was mit Gammelfleisch? Auch Gammelfleisch. Super, Hanbu. Ja, okay, für die Knochen haben wir, glaube ich, keinen regulären Lagerplatz. Das ist okay. Das müsste bei Zeiten mal irgendjemand anders verkaufen. Tirik und Ruka können auch mal schlafen gehen. So, was fehlt denn gerade noch? So, du brauchst noch eine Einhandwaffe. Hast du jetzt? Du brauchst noch ein Hemd. Hemden können wir nicht herstellen. Rüstung hast du hoch. Brauche ich immer noch eine gute Rüstung. 11, 17 gegen mehr. Viel mehr. Okay. Das. So, 28, 26, du hast schon hoch. Na gut, dafür hat der hier aber auch noch Ausweichen und Geschick Bonus und Nahkampf Bonus und überhaupt. Hat nicht noch jeder einen Rucksack? Nein, es hat noch nicht jeder einen guten Rucksack. Das hätte ich gerne, aber da haben wir noch nicht genug Händler gefunden und hätten wahrscheinlich auch nicht genug Geld, die guten Rucksäcke zu kaufen. Da sind fehlende Hosen. Abgetragene Shorts, ja. Nein. Das ist okay, das ist okay, das ist okay. Du hast auch noch keine richtige Hose. Ja, die
meisten brauchen eher Kopf und Hemd als irgendwas anderes. Ach, hier ist noch eine Hose, die gebraucht wird. Aber wir haben gar keine Hosen mehr. So. Naja, trotzdem wird's langsam, was das angeht. So. Hanfplantage ist gut, um die erste Hilfekram und Klamotten herzustellen. Ich habe momentan noch Probleme, überhaupt hier die regulären Farmen so zum Laufen zu bekommen. Da jetzt auch noch Hanf oder Baumwolle anzupflanzen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte erstmal gerne durchgehend genug Weizen für Brot, dass wir Essen haben. Das mit dem Überladen zum Stärke-Skillen kennst du? Ja, kenne ich. Aber ich würde ungern im Stream jetzt eine halbe Stunde lang mit vollen Rucksäcken hin und her laufen lassen. Bei den Leuten, die durchgehend im Lager sind, habe ich schon angefangen, das einzustellen. Eigentlich. Aber das scheint nicht ganz geklappt zu haben. Also, dass sie einfach irgendwelche Ärzte im Rucksack rumschleppen, dass sie bei ihren regulären Jobs halt auch noch Stärke-Skillen. Ja, Talana. Talana, du siehst gerade so aus, als würdest du gerne ausmisten. Das heißt, du bekommst jetzt lauter Krams, läufst damit woanders hin. Das ist genau der falsche Rucksack für sowas, ne? Oh Gott, ja. Na gut. Holzwege sollen aus Sende gegangen werden. Nimm das alles mal so mit. Und das. Und das. Und dann gehst du zum Wegpunkt. Bist du langsam. Viel Erfolg. Und außerdem Stärke-Skillen sollte auch nicht mehr so. Naja, wobei es sind gar nicht so super Werte, die sie haben. Ja, ein paar von denen könnten echt noch Stärke-Skillung machen. Aber jetzt muss ich mal gucken, wie und wann ich das denn hinbekomme. Momentan bin ich schon ganz zufrieden damit, wie stark die Jungs so sind. Der zweite Bogen am Tor ist nicht besetzt. Ja, weil er hier gerade pennt. War wohl irgendwo mal angeditscht. Du kannst mal schlafen. Du nicht, nee. So war ich. Ich wollte gucken wegen Weizen. Da sind noch zwei Weizen drin, aber hier ist sonst nichts. Oh, 29. Oh, sehr schön. Also wir haben eine XL-Farm, noch eine XL-Farm und 29 Weizen über, in Anführungszeichen. Dann baue ich doch mal 60 Weizenstrom. Das ist echt erbärmlich. Einfach ganz viele Kaustangen herstellen. Dann müsste ich die jetzt mal zu Ende auf. Du bist auch schon XL, du bist auch XL. Wie viele Kakteen haben wir? Über gar keine. Weil die Kakteen gleich weiterverarbeitet werden. Hm? Bei den Kaustangen hier. Ja. Du solltest durchgehend Kaustangen herstellen. Du solltest durchgehend... Oh, Brot und Kaktus. Staubbrot. Das war das, glaube ich. Du stellst bitte durchgehend Staubbrot her. Auch wenn wir gerade jetzt nichts haben. Und wir bräuchten eigentlich noch ein drittes Dingens, was durchgehend Fleisch herstellt. Was aber, ja, doof ist. Das macht gar keiner, ne? Ja. So, die beiden sind nur Akku, weil daraus steht. Ja, gut, warte mal ganz kurz. Du musst mir mal ganz kurz helfen, hier noch eine Küche aufzubauen. Ach, also nochmal Eisenplatten, natürlich. Warum nicht?
nicht unbedingt schön, aber na gut. Das heißt. Oh, warte. Nee, das können wir lassen. Zerlegen. Ja. Wir brauchen ja keine Kaustangen mehr, weil die Kaustangen ja automatisch, die Kakteen ja automatisch jetzt zu diesem komischen Wüstenbrot verarbeitet werden. Und nicht mehr zu Kaustangen. Das heißt, hier kann jetzt durchgehend getrocknetes Fleisch hergestellt werden. Okay. Raus und mach, was du machen wolltest. Ist egal. Und wow, wow, geh bitte schon mal dahin. Du hier rüber. Oh, und da wir keinen Raid mehr haben, können wir jetzt auch die ganzen Mauern aufstufen. Sollte genug Baumaterial da sein. Oder? 43, ja, auf jeden Fall. Wir brauchen, glaube ich, zwei pro Mauerabschnitt. Ne, einen sogar nur. Je nach Mauerabschnitt. Also die ganz langen brauchen halt mehr. Dann haben wir gleich einmal komplett außenrum die gute Mauer. Jakob will rumstehen. Ja, schaut so aus. Hat anscheinend gerade keine Eisenplatten, um... Haben wir kein Eisen mehr? Wir haben echt kein... Ah, Jakku. Ich hätte mal einen Auftrag für dich. Guck mal in das Ding da rein und hol bitte das Eisen raus. Was hältst du davon, hm? Nö. Transportiere zu Gegenstandsschmelze. Auch nicht. Wie kriegen wir das Erz da raus? Also so, ja, aber das jedes Mal von Hand machen, ist irgendwie komisch. So, und jetzt sollte er eigentlich nicht mehr... Du musst eigentlich lieber da arbeiten. Oder da. Genau, da lieber reinschmeißen. So, Mauer, 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 Mauer. Teilst du richtig auf, ne? Super. Mach mal schneller. Fleisch, oh, unser Nahrungsmittelvorrat ist ja. Genau so. Wir können ein paar Kakteen gebrauchen zum Testen von dem Staubbrot. Also wie viel besser das als reguläres Brot ist. Batterien und Strom. Batterien sind angefordert, gebaut zu werden. Und noch ein Windgenerator, weiß ich nicht, inwiefern sich das jetzt schon lohnt. Weil normal produzieren wir ja genug. No. Ach, Rebellen. Ist nicht schlimm. Du kannst beim Bauen von Objekten auch die Höhe der Installation beeinflussen. Besonders bei Mauern ist das hilfreich. Achso, wegen dem Schaden von den Dingern. Okay. Wir aber jetzt alles nochmal abreißen. Wenn wir irgendwann die Überfestung bauen, um gegen das Heilige Reich zu bestehen, dann können wir sowas machen. Mit. Oh, haben wir noch welche von euch? Wo sind die ganzen Körper hin? Ah, da. Ramsch.
Ramsch. Ja, bestimmt noch. Ah, ne, hier, das ist wichtig. Also nicht wegen Eisen, sondern wegen Fleisch und Leder. Das ist mir gerade wichtiger als Eisen. So. Werden das denn. Was? Wird das dann der unheilige Krieg? Ja, es gibt sogar eine unheilige Rüstung. Ich weiß aber nicht, ob es in Genesis war oder hier in Vanilla. Also die heilige Platte ist halt das, was das Heilige Reich, ihren Paladin und so weiter immer zum Anziehen gibt. Es gibt aber auch eine unheilige Platte, die dann einfach nur dunkler ist. Ja, könnte man aber auch so einen Kreuzzug dann draus machen. So, Ashton schmeißt raus. Ja, ich denke, der Stream heute hat das gehalten, was er vom Titel her versprochen hat. Es war Alltag. Wir haben die Festung weiter ausgebaut, wir waren ein bisschen jagen, wir hatten mehrere kleinere Angriffe, aber nichts wirklich Wildes. Der Trupp ist besser ausgerüstet und so können wir das jetzt auch für heute erstmal abschließen. Und morgen dann mal wieder so einen etwas größeren Ausflug anpeilen, wenn dann hoffentlich ein, zwei mehr Waffen da sind und Rüstung. Ja, dann morgen geht's weiter, 20:30 Uhr. Schön, dass ihr da wart und wir sehen uns dann. Bye-bye.